Steffen Kampeter, was erwartet denn die Wirtschaft jetzt von der neuen großen Koalition? Welche Themen sind besonders wichtig, die umgesetzt werden müssen? Die neue Bundesregierung darf sich nicht darauf beschränken, lediglich die gute konjunkturelle Situation zu managen. Sie muss ein paar Weichenstellungen für mehr Wirtschaft wagen in Deutschland machen. Ganz vorne steht die Digitalisierung. Dabei geht es nicht nur um Breitbandverkabelung, sondern auch darum, wie wir mit diesen neuen Technologien arbeiten wollen. Also flexibleres Arbeitszeitrecht, vernünftigere Bildungsanstrengungen und vor allen Dingen auch ein Mindset der Veränderungsbereitschaft in diesem Land an die Spitze des politischen Wollens stellt. Wie viel Zeit geben Sie den Koalitionsverhandlungen noch? Wie viel Zeit hat die Wirtschaft noch? Also ich glaube, man muss in beiden Dingen noch etwas nachlegen. Erstens Geschwindigkeit und zweitens Qualität. Gut Ding will Weile haben, aber die Weile reicht jetzt langsam. Jetzt sollten die Koalitionäre, wenn es denn auch klappen soll, auch langsam zu Potte kommen. Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung für die innenpolitischen, aber auch für die außen- und europapolitischen Herausforderungen.